Moin, 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 meine lieben Trolljäger und Trolljägerinnen. Welcome back, welcome back, welcome back zu die drei Fragezeichen, ruft der Trolle hier aus der Trollbasis. Und wir sind jetzt drin in der Trollbasis, ja. Ja, wo wir, naja, ich will mal sagen, so ein paar Sachen hier auf einmal aufgedeckt haben. Denn der verlorene Sohn ist da. Komischerweise zusammen mit seinem Vater, ja. Wie ist das denn passiert? Wir finden es raus und wir müssen unsere Wertsachen abgeben. Hier, meine Handys. Sorry, aber die muss ich einkassieren. Ich verwahre sie für euch, bis sich unsere Wege trennen. Die Stimme kennen wir doch. Der unselige Rundbrief der Mrs. Kretschmer. Ja. Eine noch gemäßigte Version. Dann versteht ihr wohl, warum ich gegen sie einen Groll hege. Der Dame gehört der Giftzahn gezogen. Und deswegen mussten auch wir und Mrs. Jonas dafür büßen und die anderen? Das nenne ich mal alle über einen Kamm scheren. Ja, das... Da könnt ihr euch bei Eudora Kretschmer bedanken. Nee. Ich habe ihrem Kamm bloß ein paar Borsten verpasst. Nee. Und damit ordentlich gegen den Strich gebürstet. Nee. Nee, du, mein Lieber, du, das ist... Also, das ist wirklich nicht in Ordnung. Du machst hier Selbstjustiz im übertriebenen Stil, mein Kleiner, ja? Das läuft so nicht. Das ist schon ein kleiner Dreistigkeitsbär. Wie drollig. Ich wusste gar nicht, dass so etwas in Kalifornien rechtens ist. Damit werde ich mich bei Gelegenheit genauer befassen. Boah, ist der nervig. Alter, ist der nervig. Oh mein Gott, ist der nervig. Ah, sieh mal an, mein Junge. Der Laufzettel für unsere Anwärter ganz banal zu Papier gebracht. Immerhin aus dem Netz gefischt. Aber ich verstehe euch Detektive gut. Vor allem das Zeichnen macht mir mit simplen Mitteln einfach mehr Spaß. Boah, ihr seid richtig unsympathisch, ey. Richtig unsympathisch. Vor allem der Vater. Alle diese Neunmal-Klucken. Ja, damit werde ich mich noch auseinandersetzen. Ich kenne meine Rechte. Halt dein Maul, Alter. Ihr könnt euch frei bewegen. Aber nach Hause dürft ihr erst, wenn wir sämtliche Spuren verwischt haben und das Feld räumen. Ich verwische euch auch gleich. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Bleibt locker. Hier will euch keiner was. Ja, und was ist jetzt mit eurer Mutter? Also mit deiner Frau und deiner Mutter? Ich meine, what the fuck eigentlich? Entspannt euch und genießt. Seht mal, Kollegen. Diese Arbeit ist nicht von schlechten Eltern. Als wäre das Trollen ein Handwerk mit eigener Zunft. Alle Achtung, Mr. Scarrett. Die Ehre gebührt einem unserer Mitstreiter, der sich aufs Schweißen versteht. Beachtet, dass der Troll von einem Zeichen gestützt wird. Hagalas heißt die Rune. Sie steht für kontrolliertes Chaos. Nicht nur, dass es von diesen Runen mehr gibt, als ich dachte, die haben alle auch noch Namen. Wie krass eigentlich, dass hier so ein richtiger Lock-Wende-Dings hier drin ist. Ihr wisst schon, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber das ist nun mal vor so einem Lockschuppen ist dann so ein, ne, so ein Drehgleis. Heißt das so? Irgendwie so. Also in dem Tunnel, in diesem komischen, ich mache Anführungszeichen Freizeitpark, das finde ich schon eine heftige Angelegenheit, aber gut. Und wer seid ihr hier unten? Sie sind hochkonzentriert, nicht wahr? Das soll auch so bleiben. Sie sind hochkonzentriert. Da? Die alten Personalräume für den Schichtdienst. Wir haben uns so gut eingerichtet, wie es eben ging. Nichts für einen unauffälligen Abgang. Ey, was ist das für ein Tor? Dort entspannen wir uns. Erwartet also keine Fitnessgeräte. Was? Aber wie erklärst du das denn jetzt, dass deine Mutter nach dir sucht? Aber hat die Mutter wirklich dann... doch, oder? Weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall hat die Kleine ja nach ihm gesucht. Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Kleine Einschränkung. Da drin habt ihr allein nichts zu suchen. Aha, da gehe ich, glaube ich, zuerst rein. Kleine Einschränkung. Meine Herren Detektive, ihr merkt, ihr seid in guten Händen. Man sieht sich. Was für, man sieht sich? Unser Hauptscreen switcht nach einem Zufallsfaktor hin und her. So kann jeder auf sich wirken lassen, welche Fortschritte die anderen machen. Was für Fortschritte? Das stärkt den Teamgeist. Was macht ihr denn? Leute, also geht's nur mir oder? Also ich habe noch nicht gecheckt, was der Scheiß soll. Also sorry, also ich, das will ich jetzt nicht hier, ne? Unsere wunderbaren Online-Piraten hier,
die sich offenbar ein höheres Ziel gesetzt haben, nicht gleich verunglimpfen, aber ich habe noch nicht verstanden, worum es geht. Wirklich. Ich habe wirklich noch nicht verstanden, worum es geht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zum jetzigen Zeitpunkt versteht, was das alles soll. Ich tue es nicht. Wir würden uns nie gegenseitig überwachen. Die Räume hier sind tabu. Aber wir nutzen das alte Kamerasystem der Eisenbahn, um auf dem Gelände Neuankömmlinge zu sichten. Wir würden uns nie gegenseitig... Den Weg mussten alle unsere Anwärter nehmen, um zu uns zu gelangen. Ein Zurück gibt es nicht. Bleibt locker. Hier will euch keiner was. Die Zeit läuft. Sie haben mit ihren Rivalen so viele Hühnchen zu rupfen, dass sie gut genutzt sein will. Was für Rivalen? Was macht es? Es ging doch irgendwie um ein Trollspiel. Ich check gar nichts. Ey, sorry, nennt mich vielleicht jetzt irgendwie hier doof, aber ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Das muss einmal der Personalbereich der Eisenbahner gewesen sein. Klarer Fall, was den Trollen auf Anhieb gefallen haben dürfte. Da haben aber eine Menge Fußballspieler die rote Karte bekommen. Ja. Und das ohne Strafbank. Hier ist der ausschaut. Ja. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Mhm. Okay. Ja, sorry, aber... Abteilung Spiel und Spaß im Offline-Bereich. Jetzt sind die Trolle im Endspurt. Keine Zeit mehr für Erholung und Zerstreuung. Ticket to Ride. Ich mag Brettspiele. Vor allem, wenn es sie online gibt. Wirklich? Ich mag Brettspiele. Ich mag Brettspiele, wenn es sie offline gibt, am besten. Wer da wohl die Nase vorn hat. Ja, irgendeiner mit 10.3.6.0.0 Punkten. Lass uns spielen. Nicht schlecht. Boy. Wer da wohl die Nase... Ja, ich will was gruselig, machen. Wenn man bedenkt, dass die Parkeisenbahn mal sehr beliebt gewesen sein muss und hier sich das Personal traf. Ja, was ist das für eine abgefahrene Parkeisenbahn? Ich check dich noch nicht. Jaden... Weißt du eigentlich, wie sehr sich deine Mutter und Ellen ja um dich gesorgt haben? Immer noch. Das brachte uns und sogar die Polizei auf den Plan. Als ich Paps auf die Schliche kam und wir uns verschworen haben, wollten wir den Rest der Familie nicht mit hineinziehen. Seine Abwesenheit ließ sich halbwegs erklären, meine war unüberlegt. Zu guter Letzt hat Paps schon Mama eingeweiht. Aha. Die Trollfabrik war meine Idee. Dachte Mrs. Kretschmer, Paps erfährt nicht, wer ihn bei anderen madig gemacht hat? Es war überfällig, dass es bei ihr mal richtig brummte im alten Gemäuer. Wir checken, wer sich uns nähert. Diesen Sonderling etwa hatten wir seit Tagen auf dem Schirm. Im Grunde kam auch er wie gerufen. Bei meinen ahnungslosen Geschwistern und dann bei der Polizei ging mir schon ein bisschen die Muffe. Die bleiben aus. Auch Trolle haben ein Recht auf Privatsphäre. Als Peter unsere Aufgaben mit Bravour löste, waren wir drauf und dran, ihn willkommen zu heißen. Aber dann brach er ab. Mit Cole und Paige hatte selbst ich nicht gerechnet. Meine Mutter hat uns immer von hier ferngehalten. Die bleiben aus. Auch Trolle haben ein Recht auf Privatsphäre. Unglaublich, was wir auf die Beine gestellt haben. Und möchte nicht jeder jemandem eins auswischen? Paps spannt alle für seine Zwecke ein und lehrt sie im Gegenzug, eigene Ziele zu verfolgen. Eure Leistung ist enorm, das muss ich zugeben. Aber im Umgang mit Menschen seid ihr vergleichsweise kleinlich. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Habt ihr nicht aus niederen Beweggründen Unschuldige mit Kunstblut besudelt, um ihnen eine Lektion zu erteilen? Was ist das? Was wird hier bemessen? Was macht ihr hier eigentlich? Ist das so ein privater Rachefeldzug? What the fuck? Mit den drei Detektiven hatten wir nicht mehr gerechnet, so sehr wie wir euch auf Trab hielten. Dass ihr euch doch noch den Weg zu uns gebahnt habt, wenn auch mit Schmackes. Respekt. Ja, Die bleiben aus.
auch Trolle. Ihr hattet also bald diesen Ort im Sinn. Wie habt ihr eure Mitstreiter gefunden? Ich sprach gezielt Mitschüler an. Sie mussten genial sein, geschickt, begeisterungsfähig und verschwiegen. Krach im Elternhaus machte sie entschlossen. Für das weitere Casting dachte sich der Kern der Gruppe geheime Bewährungsproben aus. Ja, und die haben alle kein Zuhause und die können hier alle wohnen und chillen oder was und das ist einfach so easy. Da fehlt halt mal die halbe Klasse oder was. Hä? Was ist denn mit euch? Erstaunlich, dass ihr bisher nicht aufgeflogen seid. Ja. Eine Werbetrommel im Geheimen zu rühren ist nicht leicht. Ich habe auf Profis gesetzt und darauf geachtet, dass wir keine kritische Anzahl überschreiten. Die meisten kannte ich vorher nicht. Es ist die Anerkennung, die alle zusammenschweißt. Wenn sich unsere Wege trennen, bewahrt jeder Stillschweigen und ist zur Stelle, falls ein anderer meint, etwas ausplaudern zu müssen. Ich stecke euch alle in den Knast. Alle. Und dich ganz vorne, du kleiner Racker, ja? Und deinen schönen Vater, den gleich mit. Ihr werdet alle weggesperrt, okay? Wenn sich unsere Wege trennen, okay, bewahrt jeder Stillschweigen. Es gibt keinen richtigen Grund, oder? Also, und ist zur Stelle, falls ein anderer meint, etwas ausplaudern zu müssen. Weiß nicht, ob man da den Vater schon so zur Anstiftung, zur Freiheitsberaubung oder irgendwie sowas, ne, Nötigung. Die sind alle so konzentriert, dass sie uns nicht wahrnehmen. Ich glaube eher, dass sie uns bewusst ignorieren. Ja. Wir werden ihnen nicht ganz geheuer sein. Ja. Das sind ja auch alles irgendwelche Schüler. Sieht aus wie eine Sammelkarte. Leider keine von Baseballspielern. Wertvoll ist sie auch nicht. Eher selbst gemacht. Kreuze ich deinen Weg von rechts nach links, bringe ich Unglück. Und das Glück leuchte von mir aus nach rechts. Okay. Ein weiblicher Troll kommt mir bekannt vor. Aha. Ich glaube, es ist Megan. Aus einer Parallelklasse. Aha. Wahnsinnig klug, aber eher schüchtern. Und die war die letzten Wochen nicht in der Schule? Dass sie vermisst wurde. Ja, genau. Ja, es ist halt echt, what the fuck. Wir sollten sie nicht gegen uns aufbringen. Unglaublich. Und dann sitzen die da hier in diesem komischen Ekelbunker. Da haben wir sie wieder, die sozialen Medien. Das sieht aus wie ein Best-of aller Aktivitäten der Trollfabrik. Als ob das Passwort da steht. Und sie haben also nur unsere Profile rausgesucht, oder was? Also, das sind ja alles dieselben, die wir schon auf Grizzlehack gesehen haben. Ja, genau. Das sind nur unsere Profile, die wir erstellt haben. Das ist so lächerlich. Oh, guck mal. Das Heidi. Sieht sich wie reihenweise Einspieler vor einer Preisverleihung. Was war ich? Aussicht auf den goldenen Troll. Von Heidi haben wir jetzt auch nichts mehr gehört gehabt, oder? Das war einfach so ein netter kleiner Auftritt zwischendurch und dann war die auch wieder weg. Okay, gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Muss ich, Moment mal. Skinny Norris. Aha. War ja klar, dass unser Erzfeind Gewehr bei Fuß stand, als die Trolle anonym gegen uns zu stänkern begannen. Ob nun aus Rache oder um uns von der richtigen Fährte abzulenken, Skinny Norris ist blindlings zu jeder Schandtat bereit. Hauptsache, wir sind die Gelackmeierten. Ein Grund mehr, alle auffliegen zu lassen. Ja, das sehe ich auch so. Skinny Norris. Geht nur darum, oder? Geht nur um Skinny Norris, oder? Wir gucken mal, was es noch hier für Informationen und... Was jetzt? So weit, so gut. Glauben Jaden und sein Vater allen Ernstes, wir ließen uns für ihr Vorhaben begeistern? Ist so. Sie sind freundlich, wir machen gute Miene. Das sollte helfen, um unsere Handys zu holen oder zu fliehen, ohne Aufsehen zu erregen. Ja. Hast du dich mal umgesehen? Ein Fehler und alle Augen sind auf uns gerichtet. Und wenn wir vorgeben, mitzumachen und uns Zugang zu fremden Rechnern verschaffen? Die sind doch nicht blöd, Bob. Justus hat recht. Wir bleiben besser unauffällig. Dann ist es entschieden. Wir geben weiterhin ein Dreigestirn der Höflichkeit. Ja, wir können doch einfach raus. Ich meine, durch den Gang, wo ihr gekommen seid, einfach raus? Ist das keine Option? Irgendwie? Puh, wie in der Umkleide unserer Sporthalle. Ah, sexy. Nur wittere ich diesmal Nerds.
Nicht jeder, der an Ringen und Barren scheitert, ist ein Nerd, Peter. Nimm mal Jelena. Jelena hat neulich tatsächlich mit anderen Basketball gespielt. Alle im Rollstuhl. Aber solche Prüfungen, wie sie die Troller abverlangten, lassen manche Handicaps außen vor. Das ist ihre Vorstellung von Elite. Aha, okay. Mit so vielen Ausreißern auf einem Haufen wird jeder Gang zur Toilette zur Tortur. Und da wird jetzt hier, Männer und Frauen gemeinsam oder was? Oder wie läuft das? Das ist ja... Wird wohl hier kein Geschlechtsunterschied ganz schön eng gemacht. Wie in einem Nachtzug oder einem U-Boot. Ja, oder in so einem Bunker oder sowas. Das gemeinsame Abenteuer muss die Trolle ganz schön reizen, wenn sie solche Umstände in Kauf nehmen. Oder ihre Eltern. Na, das kann nicht sein. An Schlaf ist jetzt wirklich nicht zu denken. An Schlaf ist... Was? Nichts verschlossen? So macht Herumschnüffeln keinen Spaß. Ach doch, doch, gerade so macht Herumschnüffeln Spaß. Die Ausreißer Spaß. Genießen das Privileg, sich keine Gedanken um die eigene Freiheit machen zu müssen. Ich dachte, da liegt irgendwas Interessantes. Wann müssen wir denn die Kicker-Dinger einsammeln? Ich kann es kaum erwarten. Ah, da geht's raus. War da noch was, oder mal? 16... Ja gut, da kann jetzt wieder alles sein, ne? Jeder Klick führt zu einer tollen Information. Und wo geht es da hin? Da ist die Lok. In die Freiheit? Oder erst recht ins Verderben? Da ist eine andere Lok. Beachtet die Kennzeichnung als Notausgang. Beim Öffnen geht ein Alarm los. Piu, piu. Dann stehen wir hier auf dem Präsentierteller und werden von Trollen überrannt, noch ehe wir ansatzweise aus dem Gebäude heraus sind. Naja, diese Internet-Nerds können ja nicht kämpfen. Der Rauchmelder ist nicht gerade vertrauenswürdig. Ach, so ein Rauchmelder ist das. Ich dachte, das wäre der Alarm. Wenn wegen uns evakuiert würde, sollten wir nicht als Verursacher gelten. Verstehe. Aber da könnte man das doch provozieren. Das wäre doch eine gute Idee. Ist auch eine Möglichkeit, ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Wir jedenfalls haben Spaß. Wer einen von uns ärgert, muss halt einstecken können. Das klingt nicht so, als würden sie sich auf Mrs. Kretschmers Umfeld beschränken. Ja. Das kennt ihr doch von Kartoffelchips. Hat man einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Wie so ein großes Kind oder wie so ein... Also wirklich, das ist ja wie so ein... der war gemein, jetzt bin ich auch gemein zu dem. Das ist ja richtig furchtbar, also... Ui, bist du unsympathisch. Hey, das Kennzeichen gehört zum niegelnagelneuen Wagen von Mr. Rochester, meinem Geschichtslehrer. Dann pass mal auf, was ich mit seinem Nummernschild in Echtzeit mache. Oh Gott. Wie jetzt? Der Wagen wurde als gestohlen gemeldet? Digitale Nummernschilder sind die neue Alternative zum herkömmlichen Metallschild, Bob. Mittlerweile sind sie auch in Kalifornien erlaubt. Allerdings haben Datenschützer Bedenken angemeldet. Mit Recht, wie man sieht. Was hat Ihnen mein Lehrer denn getan? Nicht mir, aber wie heißt es so schön? Einer für alle und alle für einen. Okay. Wow, es ist dumm. Also, wow, stellt euch mal vor, ihr müsst mit so jemandem... Also... Ihr müsst euch mit so jemandem unterhalten, so ein echtes, der so selbstgefällig da ist und sagt, ja, ich mache ja richtig, richtig erwachsene Aktionen und das ist richtig cool. Und ich meine, ich habe Kinder und sowas. Ich mache ja so einen öffentlichen Rachefeldzug, so auf die richtig peinlichste kindische Art. Oh Gott, ja, kein Wunder. Aber es sind nicht mal seine eigenen Kinder, die, ne? Also. Als das Familienfoto entstand, war an Ellen ja noch nicht zu denken. Mhm. Für Mrs. Kretschmar wäre das keine ehrenwerte Konstellation. Niemand darauf war verheiratet und Audrey ein weiteres Mal guter Hoffnung. Russell Crane hat hier mal gearbeitet? Russell war ein feiner Kerl und für die Wartung der Bahn zuständig. Ah. Cole war noch nicht auf der Welt. Russell, ganz werdender Vater, führte mich immer stolz herum. Darum kenne ich mich hier aus. Krass, und jetzt hast du dir seine Frau gesnackt, als er gestorben ist, ne? Interessant. Die Box enthält alles, was ich konfiszieren musste.
Eure Handys sind bei mir gut aufgehoben. Ihr bekommt sie zurück, wenn wir die Zelte abbrechen. Just. Sieh mal das Kombinationsschloss. Sind das überhaupt Zahlen? Nein, Peter. Das wäre uns zu gewöhnlich. Das sind doch diese komischen Karten, oder? Das Glas ist stabil und die Kombination in meinem Kopf. Da ist sie am besten aufgehoben. Denn wer Informationen auslagert, muss sie gut verteilen und verschlüsseln. Okay. Okay, Bro. Krasser Hacker. Gangster. Was ist das hier für ein Scheiß? Warum hängt überall so Kabel rum? All die baulichen Veränderungen, die sie auf dem Gelände vorgenommen haben. Wirklich, wie aufwendig. Garrett, das muss ein Mammutprojekt gewesen sein. Nun, nachdem meine Wahl auf diesen Ort gefallen war und Jaden die ersten Mitstreiter rekrutiert hatte, kannte ihre Begeisterung keine Grenzen. Mit der richtigen Motivation lassen sich Berge versetzen. Ja, verrückt. Ist auf jeden Fall verrückt. Also ich meine, in jedem Sinn verrückt. Nun mal heraus mit der Sprache. Was haltet ihr von unserer Trollfabrik? Wir sammeln noch Eindrücke. Ist das dein Ernst oder was? Ja, ich finde es super unangenehm, großer. Also das ist wirklich also, super cringe, oder? Gut, wir drehen nochmal. Ah ne, warte mal, da waren wir schon drin. Können wir jetzt da wieder zurück eigentlich? Von dort sind wir gekommen. Genau. Das ist die Information, die ich bekomme, ja? Was ist das hier? Können wir da nirgendwo hin? Zurück in den Stollen? Ja. Das ist selbst für uns ausgeschlossen. Ja, ich kann doch einfach gehen, oder? Ist doch offen. Zurück. Du bist auch so ein komischer Vogel. Ich dachte, deine Halbgeschwister wären unsympathisch. Aber ich glaube, ich habe die wahre Misere der Idiotie gefunden. Wenn sich unsere Wege trennen... Ja. Halt die Schnauze. So, okay. Sind das andere hier unten? Wie ungemütlich. Ah ja. Warum sitzen nicht alle an Tischen, wie in einem Großraumbüro? Ja. Weil das hier nicht die Schule ist. Wir mögen es in unserer Zentrale doch auch eher lässig und gemütlich. Das ist doch nicht lässig und gemütlich, das ist kalt und steinig und palettig. Und die ersten sind schon krank. Ich sage euch, jeder ist seines Glückes Schmied. Auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft. Bullshit. Alles Bullshit. Ja, okay. Ich wette, darunter sind auch welche von Privatschulen. Aha. Weil sie Talent haben, reiche Eltern oder beides. Ja, ja. Was keine Garantie ist, dass sich Lehrkräfte und Schülerschaft gut verstehen. Geil. Okay, also das heißt, wir suchen jetzt diese komischen Karten, ja? Sehr, sehr krass. War da noch irgendwo was? Nee, ne? Okay, okay, okay. Aber die brauchen wir für dieses Schloss hier auf jeden Fall. Guck nicht so, du unsympathischer Unsympath. Gut. Wo können wir denn noch hier ranzoomeln? Nein, da nicht. Hier können wir, da ist eine Karte. Schau, schon habe ich eine gefunden. So einfach ist es. Der Troll, Grimpf. Mist, ich bin schon wieder nur Zweiter. Ja, das ist toll. Haben wir den? So, wo ist hier noch so ein Ding? Da muss doch auch bestimmt liegt hier irgendwie, steckt irgendwo so eine Karte. So total debil irgendwo da so. Da, siehst du? Mein Gott. Towselet. Zwei in einer Reihe tragen den gleichen Buchstaben im Namen. Der vorletzte sogar groß. Alles klar, Chef. Finden wir dann schon raus, wenn ich es brauche. So, und dann muss ja in der Dusche oder in dem anderen Raum noch so eine Karte sein. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Fußballer. Ich glaube, eher im Aufenthaltsraum ist noch so eine Karte. Wir checken mal eben dorthin. Ne? Da muss ich mich wieder umdrehen. Das ist ja sehr aufwendig. So, da. So, wo könnte jetzt hier noch so eine Karte sein? Da nicht. Da haben aber eine Menge... Schweig. Hier irgendwo, oder? Weil da ist viel Zeug. Aha. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Ja, ja, ja. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Das ist korrekt, mein lieber Justus. Warum sind denn die Dosen im Spülbecken? Wer macht denn sowas? Was ist denn das? Warum ist die Dose im Spülbecken? Aber es ist noch, wenigstens räumt es weg. Meine Azubis lassen ihre Sachen immer liegen und stehen. Einfach immer überall. Immer und überall, ja? Wenn uns alle etwas eint, wenn uns alle etwas Flaschen, eint, dann ein großer Energiebedarf. Halb aufgegessenes Essen, alles lassen sie immer überall rumliegen. Ich habe letztens die Azubis mit meinem Auto fahren lassen und sie haben einfach ihre Getränkedosen
die sie nicht warten konnten, bis sie dann wieder zurück sind vom Einkaufen, mussten sie während der Fahrt trinken und haben sie dann in meinem Auto in den Seitentüren stecken lassen. Ich bin niveaulos ausgerastet. Ja? Also die Krönung der Dreistigkeit. Oder wie hättet ihr reagiert, Leute? Was sind das für Auszubildende? Na, wo kommen wir da hin? Das ist die Zukunft. Ich mag Brettspiele. Also das kann ja nicht sein. Vor allem, wenn es sie online gibt. Da war ich wirklich ungehalten und ich bin sonst... Brettspiele. Ihr wisst ja, ich bin ja sonst die Entspanntheit und Flauschigkeit und Nettheit in Person. Ich mag Brettspiele. Aber... Vor allem, wenn es ich kann auch durchaus anders. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber... Nicht schlecht. Wer da wohl die Nase vorn hat. Ne? Manchmal, da muss ich auch den Chef raushängen lassen. So. Wieso ist hier keine Karte? Fuck. Irgendwo muss diese letzte Karte sein. Wir hatten da drüben eine gefunden... Ah, da hatten wir die erste. Wieso liegt die Maus eigentlich denn links? Oh, warte mal, war da was an den Füßen? Nee, okay. Wo könnte denn jetzt noch so eine Karte sein? Wo kann ich denn überall reinzoomen? Da zu ihm? Ah, irgendwo dahinter. Ich weiß nicht, was sie für eine Farbe hat. Da hinter dem Monitor? Nee, da komme ich auch nicht mehr hin. Da kann ich nicht hinklickern. Hier unten waren wir schon... Da hatten wir, genau, da war auch eine Karte. Im Aufenthaltsraum hatten wir halt noch keine. Und da hatten wir auch noch keine. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wo die sein könnte. Vielleicht sitzt er davor, der Bengel. Irgendwo ist sie, ja. Weil irgendwo ist sie immer, Leute. Wisst ihr das? Vielleicht kenne ich sie auch, vielleicht kriege ich sie auch noch gar nicht. Ah, da war ich schon, sorry. Da drin hatten wir eine. Ja, da hatten wir eine. Gut, es kann natürlich auch irgendwo zwei sein, aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Da hatten wir auch eine, hier in der Hosentasche. Und dann in der Dusche, da ist eine Figur... Aber das ist natürlich bitter, wenn hier so eine Karte liegen würde. Weil die wäre ja komplett falsch aufgehoben in so einer Nasszelle, ne? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und hier dazwischen drin. Ja, Figur. Wo können wir noch hinzoomeln? Eher nicht. Ich glaube, da ist nichts. Ich glaube... Die ist ja nicht. Die muss doch im Aufenthaltsraum sein. Da hatten wir noch keine. Also. Oder bei dem Boy da. Hier war nichts, oder? Liegt da unten irgendwo eine? Nö. Was war das? Ich sag, die ist hier irgendwo. Ich find sie nur nicht. Vielleicht da irgendwo im Dunkeln. Irgendwo da nicht drin? Nicht hier schlecht. Im Schlott. Wer da wohl die Nase vorn hat? Ja, da der Typ. Können wir da nicht mal draufklickern? Nicht können wir da nicht mal spielen? Wer da wohl die Nase vorn hat? Wir müssen ja anscheinend auch irgendwo kickern. Ich mag Brettspiele. Ich mag vor allem, wenn es sie, ich mag Brettspiele. Ich mag Brettspiele. Vor allem, wenn es sie online... Ich mag Brettspiele. Vor allem, wenn es sie online gibt. Nein. Schade, Schokolade. An den Kicker kann ich nicht mehr ran. Da haben aber eine Menge Und hier? Das ist nur der Typ. Hier sitzen nur die Geister der Vergangenheit. Genau. Da sitzt jetzt keiner. Und eine Karte sehe ich da auf den ersten Blickels auch nicht. So, und hier? Da ist natürlich viel Zeug, ne? Aber auch hier... Sehe ich es nicht. Hier, ich dachte wenn mir, uns alle etwas dass die eint, irgendwo da hinten mit drin steckt. Ich gucke nochmal und wir machen es wie immer. Wenn uns alle etwas eint, dann ein großer Energiebedarf. Kurzer Schnitt, ne? Und dann zeige ich euch, wo die letzte Karte ist.